Nanu, irgendwas ist ja hier anders. Ich begrüße euch zu dieser Mod-Vorstellung, einer Mod, die ich persönlich sehr, sehr cool finde. Das Ganze ist Work in Progress, das schon mal als allererstes gesagt. Wir befinden uns auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr und wie ihr seht, haben wir hier einen lila Himmel und volumetrische Wolken. Nanu, wie kann denn das sein? Ja, es gibt eine Mod vom lieben Muff oder Muff aus trainsim.cz. Der Link zu dieser Mod ist in der Videobeschreibung. Und so haben wir tatsächlich auf allen anderen TSW-2-Strecken ebenfalls die volumetrischen Wolken und die neue Beleuchtung. Also eine Mod, die ganz, ganz toll ist. Es gibt dabei ein, zwei kleinere Probleme. So ein paar Beleuchtungsprobleme gibt es immer mal wieder. Und vor allen Dingen, also Beleuchtungsprobleme hier zum Beispiel beim Fahrgastinformationssystem. Da sind die Displays aktuell aufgrund irgendwelcher technischen Gegebenheiten leider jetzt komplett schwarz. Also die funktionieren zwar noch, man sieht es ganz, ganz leicht hier noch so durchscheinen. Aber weil sich da so ein bisschen was an der Beleuchtung geändert hat, ist das halt jetzt im Grunde genommen für den aktuellen Augenblick der Kompromiss. Aber daran arbeitet der Modder noch. Und was auch etwas problematisch ist, ist die Beleuchtung komplett bei Nacht. Die ist ein bisschen, die ist, glaube ich, die Nacht ist dann, glaube ich, komplett schwarz oder so. Wir können uns das gleich nochmal angucken. Wir springen gleich mal auch mal noch zu einer anderen Strecke. Aber guckt euch das an. Wir haben die TSW3-Beleuchtung und die Wolken auf den alten Strecken. Also ist das nicht schön oder ist das schön? Wir können auch natürlich hier, wenn wir jetzt die God-Mode haben, dann können wir auch hier noch ein bisschen was an den Umgebungsvariablen ändern. Hier, ich zeige euch das mal mit den Wolken. Die sind ja sowieso dynamisch und so sieht das Ganze dann auch aus hier. Also wir haben hier wirklich die volumetrischen Wolken, die ganz normal funktionieren. Ja, also sehr, sehr, sehr cool gemacht. Und vor allen Dingen, es sieht wirklich grandios gut aus bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Also wir haben jetzt gerade hier 5:10 Uhr. Wir können mal ein bisschen vorspulen zu 5 Uhr, sagen wir mal 5:20 Uhr. Ja, und dann sehen wir, wie hier langsam die Sonne aufgeht. Also ganz, ganz toll. Wir können uns auch natürlich die Nacht angucken. Ich weiß nicht, welcher Monat gerade es ist. Ich glaube, Dezember. September. Daher springen wir jetzt einfach mal zu, sagen wir mal, 18 Uhr. Ja, okay. Ne, also man sieht es, wenn es dunkel ist, fehlt leider die Beleuchtung komplett. Heißt also, wenn man in der Nacht fahren möchte, also es fehlt halt die Beleuchtung der Bahnhöfe, ne? Wenn man in der Nacht fahren möchte, sollte man die Mod vielleicht deaktivieren. Weil, wie gesagt, neben der Strecke ist halt gar nichts mehr beleuchtet. Aber für tags, an diesem Fehler wird übrigens noch gearbeitet. Aber wenn man tagsüber fahren möchte, dann ist das wirklich, ist das ein Riesenunterschied. Guckt euch das an im Vergleich zur alten TSW2-Beleuchtung. Das ist jetzt hier der Sonnenuntergang. Ja, ne? Also, wir können mal ganz kurz einmal zu einer anderen Strecke springen. Gehen wir mal ins Hauptmenü zurück und gucken uns das einfach mal auf irgendeiner anderen Strecke auch an, nur um zu zeigen, dass es tatsächlich auch auf anderen Strecken funktioniert. Kassel-Würzburg sowieso, ne, da haben wir es ja von Beginn an mit dabei. Wir können aber auch zum Beispiel jetzt hier zu Köln-Aachen springen. Nehmen uns hier mal den ICE raus und fahren mal ja, hier so im Sonnenaufgang. Dann können wir wieder in den Genuss der Beleuchtung kommen. Es lädt. Es lädt. Und lädt. Ne? Also wir sehen es schon hier, alleine durch die anderen Lichtverhältnisse, das sieht schon mal ein bisschen anders aus. Ja, das ist so praktisch, das erinnert ja schon sehr stark jetzt an Kassel-Würzburg. Und wir können selbstverständlich, wenn wir dann jetzt mal hier jetzt in die Umgebungsvariablen hineinspringen, das schließe ich ja mal wieder ganz kurz, können wir erstens ein bisschen Bewölkung uns reinfetzen. Interessant, das ist interessanterweise, ja doch, ich dachte ganz kurz, das ist jetzt nicht, das sind nicht die TSW3 Wolken, aber doch, da haben wir auf jeden Fall die volumetrischen Wolken. So, und wenn wir jetzt, wir haben jetzt gerade 7:40 Uhr, wenn wir jetzt mal zu 5:20 Uhr springen und die Ortszeit setzen, so, dann sehen wir hier auch auf Köln-Aachen der wundervolle Sonnenaufgang. Noch ein bisschen später, sagen wir mal 5:30 Uhr. Ja, und so ändert sich dann die entsprechende Beleuchtung und dann ist es auch so, wir sehen es zum Beispiel hinten am Bahnhof, wenn die Sonne direkt irgendwo drauf strahlt, wie schön das aussieht, ne? Also guckt euch mal das hier an, dieses wunderschöne orangene Licht. Ich finde das ganz, ganz herzlich.
ganz, ganz, was wollte ich gerade sagen? Nicht hässlich, sondern ganz, ganz herrlich. Herrlich. Ich wollte sagen, ich finde es herrlich. Wie gesagt, auch hier ist es eben so, dass die Fahrgastinformationssystem-Displays nicht funktionieren, beziehungsweise die funktionieren, sind aber komplett, also sind aber nahezu unlesbar. Aber daran wird noch gearbeitet. Und ich finde ehrlich gesagt, der Unterschied ist schon gewaltig groß. Der Unterschied ist unglaublich groß und tatsächlich werde ich persönlich die Mod drin lassen, außer bei Nachtfahrten, da kann man sie dann, wie gesagt, deaktivieren. Aber ich finde es toll. Und oh, gucken wir uns mal Dresden Riese an. Darauf habe ich mich am meisten jetzt gefreut. Die Dresden Riese hat ja an sich schon eine unglaublich schöne Beleuchtung. Das funktioniert übrigens auch bei allen anderen Strecken, also nicht nur bei den deutschen Strecken. Aber wenn wir jetzt hier mal bei Dresden Riese uns das Ganze angucken, hier in den Fahrplan gehen und mal zum Beispiel die 146 hier rausnehmen, meinetwegen die aus Kassel-Würzburg und hier mal, ja, vielleicht diesmal im Sonnenuntergang uns das Ganze angucken, hier 17:15 Uhr zum Beispiel, beginnen das Ganze mal. Auch ein schöner Screenshot, ne? Mit dem Gewitter hier. Bisschen nah dran, aber Crazy Killer, nicht schlecht. Gucken uns das auch noch mal an. Ja, komm schon. Jawohl. Ja, also herrlich. Wir stehen hier gerade im wunderschönen Meißen, ne? Ja. Und können auch hier noch mal ein bisschen die Uhrzeiten ändern. Gehen wir mal zu 18 Uhr. Dann sehen wir auch hier die wunderbare Beleuchtung bei Nacht. Aber beziehungsweise Sonnenuntergang. Aber wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, die Bahnhöfe sind dann nicht mehr beleuchtet in der Nacht, sodass wirklich die Strecke und auch alle anderen Lichtquellen, die funktionieren dann nicht mehr. Ihr seht es dann hier schon links und rechts. Normalerweise sind die Straßen beleuchtet, aber man kann es nicht mehr sehen. Aber so ist das halt. Gut, ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute und alles Liebe.